Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema komplexe Zahlen in der Elektrotechnik. In den letzten Folgen sind wir ein wenig in die Mathematik abgeschweift und haben uns dort mal angeguckt, wie dort mit komplexen Zahlen gerechnet wird. Jetzt soll es darum gehen, diese komplexen Zahlen auch in der Elektrotechnik anzuwenden. Wir haben in den letzten Folgen schon mal gesehen, wie elektrische Spannungen und der elektrische Strom komplex dargestellt werden. Jetzt geht es darum, wie werden denn komplexe Widerstände dargestellt. Bei einem ohmschen Widerstand ist die Sache relativ einfach, weil wir zwischen Spannung und Strom keine Phasenverschiebung haben. Das heißt, der Widerstand R sorgt nicht dafür, dass wir noch dort zusätzlich zu der Größe Spannung und Strom auch noch eine Phasenverschiebung haben. Das heißt, wir haben eine Spannung in der rein reellen Achse beispielsweise und dann wird auch der Strom rein in der reellen Achse liegen, sodass wir wie im Gleichstromnetz einfach sagen können, R ist gleich wie im Gleichstromnetz auch der Widerstand R. Bei Spulen und Kondensatoren sieht das anders aus, weil wir dort Phasenverschiebungen haben zwischen Spannung und Strom. Bei der Spule beispielsweise, wenn wir dort die Spannung mal in die reelle Achse legen, dann eilt der Strom um 90 Grad nach. Das kennen wir schon aus den Zeigerdiagrammen, sodass wir einmal die Größe XL gleich Omega L haben. Das haben wir im letzten Video schon mal gesehen. Aber auch eben eine Phasenverschiebung. Das heißt, wenn wir einen Strom I haben und eine Spannung U, dann ist die Größe der Spannung U von der Größe von XL abhängig und der Größe von I. Aber wir haben letztendlich haben wir noch eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom. Und wenn man sich das mal anguckt, die Spannung eilt um 90 Grad vor. Das heißt, wir haben die Größe von XL ist gleich Omega L. Und zusätzlich müssen wir zum Strom noch eine Phasenverschiebung berücksichtigen um 90 Grad. Und wenn wir den Widerstand oder die Impedanz mit dem Strom multiplizieren, dann müssen wir letztendlich auch mit der Phasenverschiebung von 90 Grad multiplizieren, sodass wir für XL den Wert haben Omega L mal E hoch J 90 Grad, beziehungsweise E hoch J 90 Grad, also die Drehung um 90 Grad entspricht ja gerade die Multiplikation mit J, sodass XL gleich J Omega L ist. Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Wenn wir beispielsweise haben, wir haben eine Spule und eine Spannung, einen Strom, dann können wir mal uns angucken, okay, wir haben eine Spannung von 10 Volt haben und einen Strom von 1 Ampere, dann eilt der Strom bei einer reinen Induktivität um 90 Grad nach. Das heißt, wenn die Spannung in der reellen Achse liegt, dann liegt der Strom auf negativen Imaginärteilen, das heißt, der Strom hat dann einen Winkel von minus J 90 Grad. Wenn wir jetzt XL ausrechnen, 10 Volt durch 1 Ampere gibt 10 Ohm. Und wenn wir hier oben den Winkel berücksichtigen von 0 Grad und durch die Division müssen wir halt diese minus 90 Grad davon abziehen. 0 minus minus 90 gibt plus 90, sodass wir letztendlich einen Wert für XL haben von 10 Ohm mal E hoch J 90 Grad. Also hier zeigt sich, dass auch dass eine Induktivität einen Phasenwinkel von plus 90 Grad hat, genau wie wir hier oben auch gesehen haben. So sieht es also bei Induktivitäten aus. Also Induktivitäten haben einen komplexen Widerstand von J Omega L bzw. Omega L mal E hoch J 90 Grad. Bei Kapazitäten sieht das entsprechend so aus, dass wir hier wieder diese Spannung haben in der reellen Achse. Hier eilt der Strom aber vor und die Größe der Impedanz, XC muss das hier heißen, nicht XL, XC ist gleich 1 durch Omega C. Gut, wenn wir uns das wieder anschauen, U gleich XC mal I, dann haben wir einmal den Betrag 1 durch Omega C und wir müssen den Phasenwinkel berücksichtigen. Und zwar eilt U jetzt hier um 90 Grad nach. Das heißt, wir nehmen den Winkel
von E hoch minus J 90 Grad, um das entsprechend auszugleichen. Also wenn wir beispielsweise I den Winkel von plus 90 Grad haben, dann muss XC den Winkel von minus 90 Grad haben, damit wir E hoch minus 90 Grad mal E hoch J plus 90 Grad, damit U dann wieder in der reellen Achse liegt. So gesehen hat XC den Betrag 1 durch Omega C und den Winkel von minus 90 Grad. Und wenn man das dann in den kartesischen Koordinaten ausdrückt, ist es entsprechend minus J durch Omega C. Das Ganze wieder an einem Beispiel gezeigt. Wieder am Beispiel von eben, XC ist gleich U durch I. Und wenn wir jetzt wieder 10 Volt durch 1 Ampere mal E hoch J plus 90 Grad, weil der Strom ja 90 Grad voreilt, hat einen positiven Winkel. Und wenn wir das ausrechnen, dann haben wir hier oben E hoch J 0 Grad, U liegt in der reellen Achse, minus, weil wir dividieren, E hoch J 90 Grad, sodass wir für XC 10 Volt durch 1 Ampere sind 10 Ohm. Und der Winkel von 0 Grad durch den Winkel von 90 Grad ergibt den Winkel von minus 90 Grad. Also bei XC sieht es so aus, in kartesischen Koordinaten minus J durch Omega C und in Polarkoordinaten 1 durch Omega C mal E hoch minus J 90 Grad.